Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje, ja, und heute möchte ich euch meine Bestellung bei Odin's Eye zeigen. Und wenn ihr wissen wollt, was in diesem Päckchen ist und wie mein Augenlook entstanden ist, dann bleibt doch bitte dran. Ja, bevor wir meine Bestellung bei Odin's Eye auspackten, möchte ich euch noch einmal kurz meine Sachen von Oceans Apart zeigen. Ich trage diesmal ein anderes Set als bei meinem ersten Video. Das hier ist ein Set, das besteht aus einem Pullover, einem Bra und einer Jogginghose. Und ich habe auch diesmal wieder einen Rabattcode, der heißt Antje2. Ich schreibe ihn euch aber hier auch nochmal hin. Und außerdem habe ich unten in der Infobox auch einen Link, über den ihr dann bestellen könnt, wenn ihr das wollt. Ja, und da ihr ja hier noch nicht aktuell so viel von den Sachen seht, und wechseln wir jetzt gerade einmal in mein Try-On und da zeige ich euch das hier schon mal ein bisschen näher und deswegen bis gleich. In dem Set seht ihr einmal, dass es aus einem Pullover besteht, der also ungefähr ja, bis zur Hüfte geht. Der ist also etwas kürzer, hat dafür vorne einen super schönen Ausschnitt. Ihr seht, dazu gibt es eine Jogginghose, die super bequem ist, die Taschen hat und auch schöne breite Bündchen unten an den Beinen. Außerdem ist in dem Set auch noch ein Sportbra enthalten mit schönen dicken Bändern. Und da habe ich euch einmal das Set gezeigt, was ich jetzt in diesem Video neu anhabe. Ich werde euch aber hier auch nochmal einen Teil von dem alten Video einblenden, wo ich euch das andere Set gezeigt habe, das schwarze. Das ist auch super schön. Man kann diese natürlich auch miteinander kombinieren, denn diese Farbe kann man auch sehr gut mit Schwarz tragen. Wie gesagt, die Sachen kann man auch mit Jeanshosen tragen, wie man das möchte. Ich finde, es sind keine reinen Sportgeschichten. Ja, ihr könnt ja gerne mal bei Oceans Apart vorbeigucken und da meinen Code benutzen, wenn ihr das wollt. Schaut doch einfach mal vorbei. Vielleicht findet ihr ja was für euch. Ich muss sagen, ich finde die Sachen super schön und ihr werdet sie auch immer mal wieder in meinen Videos sehen, denn ich finde, es sind ja nicht nur Sachen, die man einfach so zum Sport machen anziehen kann. Und ich muss sagen, diesen Sportbra ist jetzt der zweite, den ich habe. Der schwarze ist ja mit so zwei Bändern. Der ist ein bisschen anders, aber hier der ist super bequem. Ich habe den auch so unter meinen Pullovern gerne einfach so an. Hier finde ich ihn einfach schön, dadurch, dass der hier so einen breiten Träger hat, dass man dann hier so ein bisschen schulterfrei hat. Ich mag sowas gerne, trage das gerne und ich muss auch sagen, ja, ich freue mich, dass ich die Sachen bekommen habe. Und das wird mit Sicherheit nicht das letzte sein, was ihr von Oceans Apart bei mir auf dem Kanal sehen werdet, denn ich finde die Sachen richtig gut und ich habe auch selber bei Oceans Apart bestellt. Die Sachen werde ich euch demnächst mal in einem anderen Video zeigen, denn da war das ein oder andere dabei, was mir gut gefallen hat, auch von den Farben und so. Deswegen, ja, dann wechseln wir mal zu dem nächsten Teil meines Videos. Nämlich zu dieser total hübschen Box. Wie versprochen, kommen wir jetzt zu meiner ersten Bestellung bei Odin's Eye. Ich weiß nicht, ob ihr die Brand kennt. Die habe ich auf jeden Fall ja, jetzt näher kennengelernt, dadurch, dass ich Angelica folge. Die hat einen Instagram-Account und einen YouTube-Kanal. Agnieszka, glaube ich, heißt das. Ich schreibe es euch aber auch nochmal unten in die Infobox rein. Auf jeden Fall folge ich ihr und habe gesehen, dass sie zusammen mit Odin's Eye eine Palette rausgebracht hat. Ja, und ihr wisst ja, ich habe so eine kleine Leidenschaft für Paletten und noch so die ein oder anderen Produkte. Auf jeden Fall hat sie jetzt eine Palette mit denen rausgebracht und die hat mich so angesprochen, dass ich sie bestellt habe. Ja, und jetzt ist sie auch endlich angekommen in einem echt super schönen Paket, muss ich sagen. Ich habe noch zwei Produkte mehr bestellt, weil versandkostenfrei war das Ganze dann und ich habe gedacht, naja, dann teste ich einfach mal ein paar Produkte mehr von Odin's Eye, weil wie gesagt, das ist meine erste Palette davon und ich habe gedacht, wir gucken uns das jetzt mal zusammen an und machen wir das mal auf, weil ich finde das so richtig cool. Wie gesagt, dem einen oder anderen wird das wahrscheinlich nicht ganz so gefallen, aber irgendwie finde ich es relativ, also nicht nur relativ, ich finde es wirklich schön. Es ist halt relativ viel grün und Odin's Eye ist ja so
ja, diese nordische Mythologie mit dabei. Deswegen haben wir hier auch so einen Wolf und wir haben eine Schlange und ja, hier ein bisschen Skelett. Richtig, richtig cool finde ich das persönlich. Wie gesagt, ihr seht, ich habe schon ein paar mehr Sachen bestellt. Die sind hier alle drin. Wir gehen das jetzt erstmal der Reihe nach durch. Ich hole einfach das erste Mal raus und das hier ist ja, zum Pinsel reinigen. Da habe ich zwar schon eins da, aber hier, das fand ich so süß. Und dann habe ich gedacht, Moment, ich glaube, es gehört so rum. So, hole ich das auch nochmal mit. Finde die Dose so süß. Und sowas kann man ja auch immer mal brauchen. Jetzt machen wir das mal auf. So, und dann hat man hier, kennt ihr ja diese Schwämme, die da drin sind. Hier ist dann so ein hübsches Herzchen drin. Und dann kann man hier den Pinsel halt sauber machen. Da muss man sie nicht immer direkt waschen. Und ab und zu macht das ja auch mal Sinn, wenn man sich am Schminken ist. Und dann, wenn man den gleichen Pinsel nochmal verwendet, macht man den hiermit gerade sauber. Und das habe ich mir einfach fürs Backup geholt. Und weil es mir, ja, hat mir halt einfach gut gefallen. Deswegen habe ich das mitgenommen. Dann habe ich mir noch ein Set gekauft. Ja, ihr wisst ja, ich mag Pinsel sehr gerne. Und es gab halt hier dieses Set zusammen. Diesen hübschen Blenderpinsel. Den werde ich auch mal ausprobieren. Der ist auch von Odin's Eye. Und dann hier so eine kleine hübsche Palette. Und die haben lauter so schöne Paletten von außen. Die Farben, die dann da teilweise drin sind, finde ich, haben jetzt nicht wirklich was mit dem Äußeren zu tun, aber ich bin da auch nicht so bewandert mit diesen Mythologie-Sachen, muss ich sagen. Vielleicht hat das auch was miteinander zu tun, ich weiß es nicht. Das hier hat mich auf jeden Fall angesprochen. Es war so hübsch lila und die Augen und irgendwie hat mir das gut gefallen. Dann habe ich das mitgenommen und natürlich, weil die Farbe von innen, wenn man sich das hier anguckt, ne, guckt euch das Packaging an. Es ist so, so hübsch hier. Steht hier hinten drauf Memory Nostalgica Golden Year and Time Past Luxury. Ich nehme an, das sind die Namen von den Farben und das ist die Earth Mini Eyeshadow Palette und die fühlt sich richtig, richtig gut an. Echt, ich kann euch das gar nicht so richtig beschreiben. Genau, und hier sind dann die Namen. Ich zeige sie euch gerade einmal. Halt mal kurz den Spiegel zu, damit es euch nicht so irritiert. Dann guckt mal. Ja, ihr seht's ja, grün ist aktuell irgendwie mein Favorite und hier, das hat mich angesprochen, war total süß und deswegen habe ich die auch einmal mitgenommen. Aber der Hauptgrund war ja die Palette von Angelica. Da bin ich jetzt, ich habe mich schon gefreut, weil ich habe es ja schon aufgemacht. Ne? Also ich gebe es ja zu, ich habe das Paket schon aufgemacht, ich habe sie mir schon angeguckt. Alle, die mir auf Instagram folgen, haben es ja schon gesehen, dass ich gesagt habe, die Palette ist angekommen. Und bei der Palette gab es hier auch noch so ein Band dabei. Also das war halt dabei. Gebraucht hätte ich das jetzt nicht so unbedingt. Es ist halt hier, wie gesagt, mit so einem Muster drauf. Ne? Mit diesem Wolf und mit der Angelica. Und das gibt es halt einmal in bunt und einmal ist dann hier alles schwarz-weiß. Ja, es fühlt sich auf jeden Fall super gut an. Ob ich das jetzt brauche, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, was ich damit mache. Aber war halt dabei, deswegen einmal das. Ja, dann lag hier auch noch so eine hübsche Karte dabei. Guckt mal, hier so mit dem Grün. Ne? Das Grün ist ja echt hübsch. Und hier hat sie dann halt was draufgeschrieben, ne, was die Palette so wo sie, also was sie halt inspiriert hat, diese Palette zu machen. So. Und jeder, der sie halt kennt, weiß halt, dass sie viel auf bunte Farben steht. So Neutrals, das ist nicht ganz so ihrs. Deswegen, wir gucken uns jetzt die Palette mal an. Ne? So sieht sie dann aus, wenn man sie bekommt. Man hat dann hier so einen Pappschuber. Und das wäre es halt ja, in den, sag ich mal, dunkleren Tönen. Und wenn man dann die Palette rausholt, seht ihr, da hat man das Ganze einmal, wie das bei dem Schal ist, einmal in Schwarz-Weiß und einmal in Bunt. Und ich finde, in Bunt kommt es cooler rüber. Auf jeden Fall, ja, gefällt die mir gut. Ich weiß nicht, irgendwie, der eine oder andere wird es wahrscheinlich nicht so hübsch finden. Also mich spricht es aber an, vor allen Dingen, wenn man diese Palette aufmacht. Hier hat man natürlich hier oben einen Spiegel. Das halte ich aber auch mal gerade wieder zu, damit es nicht irritiert. Und das hier, guckt euch diese Palette an. Ist die nicht hübsch? Ich finde die so schön. Echt, die ist so, so schön. Das hier sind schöne Grüntöne drin, hier ist ein Pink drin. Ja, keine Ahnung. Einfach nur schön. So. Deswegen habe ich sie mir auch gekauft. Also sie war jetzt eine Weile unterwegs, muss ich sagen. Aber ich bin froh, dass sie jetzt da ist. Und ich habe gedacht, wir swatchen mal ein bisschen die Farben von
von der Palette. Und ich denke, wir schminken dann auch mal einen Augenlook dazu. Vielleicht mit dem Grün? Ich weiß es noch nicht. Wir gucken einfach mal. Ich denke, wir werden jetzt einfach mal ein paar Farben ausprobieren, denn von der Qualität kann ich noch nichts sagen. Ich kenne Odin's Eye überhaupt nicht und bin jetzt echt gespannt, was die Farben denn so tun. Ich werde natürlich jetzt mit den Grünen anfangen, ne? Hier oben mit dem hübschen Ton. Der heißt Fluorescence, heißt der, und der ist hübsche Farbe, hübsche Farbe, hübsche Farbe. Ja, der ist so mit so Glitzer und so Lemon. Guckt mal, wie hübsch der ist. Könnt ihr das sehen? So hübsch. Gefällt mir. So, dann nehmen wir mal hier daneben dieses Underworld. Das ist nämlich so ein matter Ton. Ne? Der ist halt recht pudrig und matt. Dann nehmen wir hier mal, das ist, schimmert alles so, Golden Bridge. Das ist dann dieser hier. Und wir nehmen dann den Venom. Ja, Venom finde ich auch gut. So cool. So, packen wir die mal hier hin. Oh, dieses Venom. Das ist was für mich. Ja, das ist cool. Damit könnte man auf jeden Fall einen hübschen Augenlook machen. Kurz einmal die Finger reinigen. So, dann gucken wir mal weiter. Dann nehmen wir hier mal dieses dunkle Grün. Das finde ich schön. Wir nehmen natürlich dieses Pink. Diese Farbe finde ich auch schön. Wie heißt denn die hier? Hellfire, okay. Für Hellfire finde ich es aber sehr dezent. Und wir nehmen jetzt einfach mal hier diesen dunklen Ton da noch. Das ist Complete. Ist auch mit so Schimmerpartikeln. Gucken wir mal. Ah gut, den sieht man jetzt nicht so viel. Und den schwarzen, ne? So. Ja, finde es nicht verkehrt, muss ich sagen. Nicht verkehrt. Ne, wir haben die Paletten ja auch nicht, um sie die ganze Zeit nur anzustarren. Ich finde gut, dass hier nicht so ein Pressing drin ist, ehrlich gesagt, weil ansonsten tue ich mich immer so schwer, diese Paletten überhaupt anzufangen. Hierbei haben wir das zum Glück nicht. Und deswegen werden wir die Palette einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich werde jetzt meinen Arm wieder sauber machen, bevor ich mich hier gleich eingesaut habe, wie ich das des Öfteren ja mache. So, dann machen wir das hier mal alles schön sauber. Und dann gucken wir mal, womit wir anfangen. Also auf jeden Fall anfangen werde ich hier mit dieser Lidschattenbase. Ich nehme jetzt einfach die hier von Essence und Merve. Ich habe schon meine Foundation habe ich drauf. Das ist der Nabla Skin Realist. Das kennt ihr schon. Lippenprodukte sind von Wayne Goss. Habe ich euch ja auch schon des Öfteren gezeigt. So, jetzt hiervon nehme ich nur ein ganz bisschen, weil da braucht man wirklich nicht viel von. Wenn man da zu viel von nimmt, dann ja, hat man da einfach Produkt verschwendet. Ich trage das kurz auf, bin gleich wieder da. So, dann haben wir die Lidschattenbase aufgetragen. Dann gucken wir uns jetzt mal an, welchen Farbton wir mal nehmen. Ich bin so hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich nehme wirklich das Grün. Irgendwie habe ich heute Bock auf Grün. So. Gucken. Ich glaube, ich nehme mal hier diesen Pinsel von Luvia und Crescent, der Mini Crease Long. Den nehme ich mal. Und dann fangen wir einfach mal hier mit diesem Moos-Ton an. So, dann nehme ich hier dieses dunkle Grün, dieses Ouroboros. So, dann nehme ich mal dieses Underworld hier oben rum, das ein bisschen auszublenden. Finde ich nämlich echt eine witzige Farbe. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Ich hoffe schon mal auf jeden Fall, weil echt, also ich finde es hübsch. Ich mag diese Farben und es ist echt einfach damit zu arbeiten. Ich hole mal gerade einen anderen Spiegel, weil ich sehe das sonst nicht so gut. So, und ehrlich, das lässt sich alles so einfach miteinander verblenden. Ich finde es nicht fleckig, ich finde es echt hübsch. Und ihr wisst ja, ich bin ja
kein Profi, ich bin absoluter Anfänger und echt, echt cool. Also man muss natürlich auf diese Farben stehen, ist ja klar, das ist ja bei den Sachen immer so. Aber es ist auf jeden Fall für mich super, super schön. Schöne Farbe, macht auf jeden Fall Spaß. Ich muss jetzt gerade gucken. Ich möchte natürlich jetzt eine von diesen Glitzerfarben auftragen. Da nehme ich immer so einen Glitterglue, den ich da drunter packe, weil es dann einfach ein bisschen besser hält. Es, ja, dann krümmelt nicht so viel runter, beziehungsweise die Farbe wird halt dann auch einfach ein bisschen ausdrucksstarker. Deswegen nehme ich immer so einen Glitterglue. Ich habe jetzt im Moment den hier von NYX. Mit dem komme ich gut aus. Ja, der wird auch noch die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich halten, weil man braucht immer nur ganz wenig. So, und dann denke ich mal, wir werden jetzt einfach dieses krasse Grün hier nehmen, dieses Venom, das interessiert mich, das sieht so hübsch aus, das gefällt mir. Und das werden wir jetzt mal auf mein Auge packen, ich bin so gespannt. Ich finde es krass, ich finde es echt krass und es gefällt mir so gut. Und wie gesagt, man kann es hier mit dem Glitterglue auch gut mit dem Pinsel auftragen. Das finde ich überhaupt nicht schwierig. Das ist ja manchmal bei der einen oder anderen Farbe mit Schimmer immer ein bisschen schwierig. Die lassen sich dann besser mit dem Finger auftragen. Aber ich weiß halt, dass sie das auch lieber mit dem Pinsel mag. Deswegen habe ich da jetzt auch fest mitgerechnet, dass das gut funktioniert. Guckt euch dieses Grün an, ohne Witz. Das ist der Knaller schlechthin. So, jetzt haben wir dieses knallige, richtig coole Grün auf den Augen. Und dann machen wir natürlich den Rest vom Augenlid machen wir auch noch. Da brauchen wir wieder ein bisschen Glitterglue. Damit funktioniert das echt gut. Also ich habe hier auch keinen Fallout, muss ich sagen. So, und dann machen wir den Rest hier. Das muss jetzt natürlich auch nicht so super akkurat sein, ne? Weil ich diese Farben jetzt auch immer ein bisschen ineinander blende dann gleich. Nur den Glitterglue aufs bewegliche Lid verteilen, damit das jetzt erstmal ein bisschen antrocknen kann. Die andere Seite auch nochmal. Und dann gucken wir einfach mal, wie das dann mit der nächsten Farbe aussieht. Also ich muss sagen, ich bin bis jetzt echt begeistert. So, und welches nehmen wir dann? Ich glaube, ich nehme jetzt einfach hier dieses Schwarze da. Das finde ich irgendwie so als Kontrast gar nicht so verkehrt. Ja, es ist eher so schwarz-silber. Gucken wir mal, wie es auf dem Auge aussieht. Also ich möchte damit ja nur hier hinten ein bisschen abdunkeln und es ein bisschen schimmern lassen. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass das hier super schwarz werden soll. Nur ein bisschen dunkler. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut sehen. Also, wie gesagt, dieses Grün ist der Knaller und dieses Schwarz mit dem Schimmer gefällt mir auch gut, weil man damit einfach dann immer einen Teil echt abdunkeln kann, es trotzdem immer glitzernd hat. Also ich mag das ja sehr gerne. Also ich finde sowas immer so hübsch. Gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Ich kann da gar nicht nichts anderes drüber sagen. Es ist hübsch. Sehr, sehr hübsch. Cool. Meine Farben definitiv. So, ihr wisst, am unteren Lid trage ich auch immer gerne ein bisschen was an Farbe auf. Ich finde das einfach ja, ein bisschen hübscher, wenn man das macht. Deswegen werde ich das auch jetzt tun. Ich nehme ja immer hier so ein, ja, was ist das hier für ein Browliner. Also für die Augenbrauen eigentlich. Ich nehme die immer gerne für den unteren Wimpernkranz. Jetzt müssen wir uns nur noch eine Farbe überlegen. Also wir haben jetzt hier dieses Grün. Ich glaube, ich nehme einfach hier dieses Braun dazu, dieses Decay. Wie gesagt, ein bisschen Kickback haben wir ja in der Pfanne, aber das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Stört mich jetzt nicht. So, dann gucken wir mal, ob wir das jetzt gut hinkriegen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, das zu machen, wenn ich einen Spiegel in der Hand habe, weil normalerweise halte ich da mein Auge immer ein bisschen fest, aber wir versuchen es mal. Also wie gesagt, ich trage das dann immer mit so einem
Pinsel hier auf und dann immer so, dass ich das ungefähr bis dahin mache, wo meine Wimpern dann sind, also die man sieht. Und danach das mache ich dann immer mit so einem Inner Corner Highlight. Das ziehe ich mir dann immer ein bisschen bis hier runter, weil ich das persönlich etwas hübscher finde. Kann man aber machen, wie man möchte. So, wie gesagt, wenn ich das dann aufgetragen habe, nehme ich mir immer noch so einen Pencil Brush. Und dann versuche ich das hier nochmal ein bisschen zu verblenden. Wenn ich die Farben, die ich hier oben verwendet habe, nochmal nehmen will, dann nehme ich natürlich nochmal den Blender Brush, den ich vorher hatte, weil ich dann einfach die Farben ja alle hier drin habe und dann da unten das dann nochmal drauf haben will. Das möchte ich aber jetzt nicht. Ich möchte jetzt wirklich nur dieses etwas dezente Braun hier unten haben, ohne das komplette Grün da drin zu haben. So, wie gesagt, ich verblende das dann immer mal ein bisschen. Dann, wenn ich Lust habe, nehme ich halt auch nochmal einen Kajalstift und mache das auch in die Wasserlinie. Das lasse ich heute mal ein bisschen weg. So, dann kümmern wir uns jetzt mal um den Inner Corner. Brauche ich natürlich wieder einen kleinen Pinsel. Jetzt hat man schon so viele Pinsel und man sucht trotzdem jedes Mal welche. So, dann nehme ich einfach mal hier diesen kleinen Pinsel. Und was nehmen wir? Ich glaube, ich versuche mich mal mit diesem Hellfire. Vielleicht ist das dann so ein bisschen, passt das ins Inner Corner ganz gut. Mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt so gut sehen könnt. Ich kann es bei mir im Spiegel auf jeden Fall sehen. Es ist halt etwas dezenter als der Rest, aber mir gefällt es gut. Ja, ich muss mal gucken, ob ich jetzt die Lashes aufgeklebt kriege. Ich werde es mal versuchen und bin gleich dann wieder da. Ja, da bin ich mit dem fertigen Look an sich. Ich kann ja noch mal ein bisschen näher rutschen, damit ihr das mal ein bisschen besser sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ich habe als Lashes die Lashes von Avelia Lashes genommen. Ich lasse euch den Link unten in der Infobox, dann könnt ihr ja mal da vorbeigucken. Ich finde die total toll. Ich verwende die super gerne, die sind easy aufzukleben und man hat damit einen super, super schönen Augenaufschlag. ja, die Palette, es geht um diese Palette und diese Palette ist für mich absolut der Hammer. Ich finde die so schön vom Packaging, wie gesagt, da kann jeder anderer Meinung sein. Mir gefällt sie. Ich finde sie cool. Ich finde die Farben, die hier drin sind, schön. Es lässt sich alles einfach verarbeiten und es sieht einfach nur toll aus. Ja, für mich ist es definitiv ein absoluter Top. Mir gefällt's. Ich bin happy, dass es jetzt in meiner Sammlung ist. Diese Palette werde ich auch nicht das letzte Mal verwendet haben. Deswegen, ja, cool, dass es für mich jetzt gut funktioniert hat. Ich freue mich da wirklich extrem drüber, so eine schöne Palette in meiner Sammlung zu haben. Ja, bevor wir dann jetzt am Ende vom Video sind, möchte ich euch nochmal an den Rabattcode bei Oceans Apart erinnern. Ich schreibe ihn euch hier nochmal hin, aber auch an den Link, der unten in der Infobox drin ist, da könnt ihr dann auch nochmal nachgucken, alles nochmal in Ruhe nachlesen. Wie gesagt, ich mag die Sachen sehr, sehr gerne und ziehe die nicht nur zum Rumgammeln an. Jetzt, wenn das Wetter mal wieder wärmer wird, ist das hier definitiv auch ein Pullover, den ich draußen anziehen kann, zusammen mit dem Sport-BH. Finde ich auf jeden Fall bequem, warm, kuschelig, einfach super gut. Auch das andere Set, was ich von Oceans Apart habe, finde ich total toll. Das hatte ich euch ja auch schon im letzten Video gesagt, was ich euch ja hier auch verlinkt habe. Und ja, damit sind wir dann am Ende vom Video. Die anderen Produkte, die andere Palette von Odin's Eye, werde ich in einem anderen Video mit euch zusammen testen, weil da bin ich nämlich auch super gespannt, wie die so an sich ist. Aber ich dachte jetzt für hier dieses Video reicht die eine Palette. Lasst mich in den Kommentaren doch gerne mal wissen, wie sie euch gefallen hat, ob das so eine Palette ist, die ihr euch kaufen wollen würdet. Soweit ich weiß, ist diese aktuell ausverkauft, aber im März, meine ich, gibt es nochmal einen Restock, falls ihr da bestellen wollt. Ich lasse euch den Code von Angelica auch unten in der Infobox, den könnt ihr nämlich dann da angeben, dann ja, spart ihr dann nochmal ein bisschen was dabei, das habe ich nämlich auch gemacht und ja, wie gesagt, das Bestellen bei uns geht ganz unkompliziert, es dauert halt immer nur ein Weilchen, bis es dann bei einem angekommen ist, aber ja, ein bisschen Geduld kann man ja an der Stelle dann auch haben, also Zollgebühren oder sowas habe ich gar keine bezahlt und auch sonst hat alles ein reibungslos funktioniert. Ja,
Damit wäre ich dann erstmal durch mit meiner First Impression von dieser super schönen Palette. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, und dann wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, super schönen Abend. Je nachdem, wann ihr mein Video guckt, bleibt alle gesund, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ja, und damit hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Ciao!